Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Dark Flame. Na, auch schon so früh aus dem Bett gefallen? Heute fühlt es sich wirklich noch sehr früh an. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe zu gut geschlafen. Ich habe so fest geschlafen. Ich bin total müde. Und überlichtet. Besser. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und guten Morgen auch, Genie. Fahr vorsichtig. Drive safe. Draußen ist hier so ein kleines Winterwunderland, aber es ist leider schon wieder ein bisschen was geschmolzen. Das ist sehr sad. Und hallo auch an YouTube übrigens. So, ich war diesmal schlau. Ich habe mir direkt einen Löffel geholt für den unfassbaren Milchschaum. Ich meine, was ist das? Crazy. Dark Flame, ich hoffe, du hast ein frühmorgendliches Getränk deiner Wahl zur Hand. Und ich würde sagen, wir springen ins Game. Immer noch wach. Ach. Weißt du, wir sind ja bei der Cozy Gaming Room. Es ist auch immer Platz, um sowas mal abzuladen. Es tut ja manchmal auch gut, weißt du. Das ist natürlich blöd. Also, du darfst es gerne entweder ein bisschen abladen oder wenn es dir gut tut, dann gibt es einfach jetzt ein bisschen Zerstreuung und Spaß mit Kirby, hätte ich gesagt. Ganz wie du möchtest. Mit Kirby, mit Spyro. Ah. So viel zum Thema, ich bin immer noch müde. Und ich glaube, wir kennen das ja auch alle, wenn wenn im Kopf zu viel los ist. Ups, das war mein Handy. Toys for Bob. Ich habe übrigens heute mein Cozy Doom T-Shirt an. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, weil ich mich nicht sehe, weil die Kamera davor ist. Also ich bin immer noch dafür zu haben, dass wir irgendwann schön Cozy Doom 3 zocken. Ich bin ready. Ich war sehr fleißig am Sonntag. Die liebe Kotte hat für mich Yomavari gespielt, mein Wunschspiel, was total toll war. Und ich habe währenddessen fleißig Eierdiebe gejagt. Und das war gar nicht so schwer. Also ich habe nicht alle geschafft, tatsächlich. Aber ich habe uns genug geholt, damit wir in die neue Welt kommen. Ein paar sind trotzdem richtig schlimm und nervig und die habe ich jetzt auch einfach gekonnt ignoriert. So. Bin aber noch nicht in die neue Welt gereist, damit wir das hier schön zusammen machen. Okay, alles klar. Dann ist aber schon mal gut. Es freut mich zu hören, dass du Freunde hast, mit denen du darüber sprechen kannst. Und ja, Therapeuten finden das ja immer nicht so leicht. Es gibt ja irgendwie so ein Portal online. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Das zeigt dir die nächsten Therapeuten an und du kannst darüber, glaube ich, auch Termine buchen. Also ich habe irgendwie von Leuten gehört, dass das dass das wohl ganz gut sein soll. Und vielleicht doch ein bisschen früher als erhofft, einen Termin zu kriegen. Ist eigentlich der Sound sehr laut oder geht's?
So, ich würde sagen, wir sind heute ganz gut im Dashen unterwegs. So, da hinten ist der Ballon, da wollen wir hin. Wie komme ich da hin, ohne mich mit euch Hansen hier abzugeben? Hier lang. Und ja. Long story short, ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, dass das gut und bald klappt. Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Ja, das ist immer schwierig. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? So, es geht ab in die Monstermacherwelt. Aber generell ist Hilfe in Anspruch nehmen halt auch eine super Sache. Und das ist auch wichtig, dass man das macht. Dafür gibt es sowas ja auch. Ganz viele wollen ja immer nicht mal das. Und ich finde, da hat Deutschland noch ein bisschen was zu tun. Dahin, wie Therapeuten oder Therapie in Anspruch nehmen angesehen ist. Ich war ja letztes Jahr selbst auch. Und es ist schon einfach eine sehr sinnvolle, nützliche Sache. Oder kann es sein? So. Die Welt hier finde ich optisch halt mega. Und ich finde, es tut total gut nach so der Wüstenwelt. Ich meine, jetzt waren wir in der Eiswelt, aber das hier ist halt geil. Finde ich sehr cool. Magst du mir kurz, bevor du in den Lurk gehst, noch verraten, was dein persönliches Comfy-Game ist? Aua! Ihr seid ja blöd. Und auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß im Lurk und einen gemütlichen Morgen. Schön, dass du hier bist. Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Ich würde auch gern hier im Sumpf leben. Ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber ich wäre ready für Sumpflife. Auf so einem schönen Stelzenhaus oder so. Ach, Forza, alles klar. Ja, dann gönn dir viel Spaß und frohes Lurken. Forza und Co. sind so Spiele, die gerade bei meinem Neffen auch total angesagt sind. Aber ich trau mich nicht. Ich hab Angst. Reicht es? Boah, gerade so. Und ich finde es so schön. wir hatten ihm dann zu Weihnachten Need for Speed Heat geschenkt. Das andere Need for Speed hatte schon. Und ich bin jetzt immer versucht darin zu sagen, ah, früher bei Need for Speed Underground 2. Und ich habe gedacht, oh Mann, das sind jetzt so die Sachen, die wir jetzt als Tante und Onkel erzählen. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Nein. Okay, das ging schnell. Ich hatte ursprünglich auch ein paar Leben gefarmt, als ich jetzt nachgespielt habe. Aber die waren dann teilweise wieder weg. Nach so mancher Eierdiebjagd. Wo man dann halt schnell mal in den Abgrund segelt oder so. Okay, so Concentration. Wie sagt Donnie immer so schön, Concentration across the nation. Ich habe auf jeden Fall Respekt. Ja, Need for Speed Underground 2. So, rum, bum, bum. Ey, halt, so mit 13, 14 habe ich das wirklich nie gespielt, ne? Das war geil. Ich hatte es dann irgendwann nochmal auf einem Emulator, glaube ich, Fragezeichen. Was hier? Nochmal gespielt und es ist halt leider so von Grafik und so auch von der Steuerung gar nicht gut gealtert, aber damals war es nicht. Ich bin aber leider auch kein Fan von den neuen Need for Speed-Teilen. Ich weiß nicht, da ist mir zu viel Story und zu viele
vermeintlich schicke Influencer-Leute, die mir dann ständig ins Ohr labern. Ich will meine Ruhe und fahren. Okay, muss darüber. Das ist ja blöd. Ach nee, ich kann auch einfach mal hier in die Welt gehen. Was haltet ihr davon? Hochlanddorf. So, auf geht's. Die Hühner hier sehen aber auch alle nicht so ganz frisch aus, ne? Irgendwas... Ist deren Gefieder so oder sind die irgendwie klebrig? Sorry, ich wollte eigentlich ihn treffen. Okay, der hat mit dem Griff zugehauen, gar nicht mit seinem Elektro-Dings. Aber ich habe auch kein Interesse, dass er das tut. Ich glaube, die hauen eher so... Ah. Ah! Oh Mann! Ach Gott, die Welt ist so gemein. Aber das ist total oft so, dass dann so die vermeintlich naturnahste Welt dann immer mit so Technologie verbunden ist. Das ist ein bisschen wie bei... Guild Wars 2. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich habe die nie gespielt, aber ich mochte deren Areal voll gerne. Das war auch so ein bisschen so... Die schießen einfach die Hühner ab. Aus Spaß. Die machen das ja nur, um Sparks zu füttern. Oder wenn es aus Versehen mal passiert. Okay, lasst mich euch mal angucken. Ihr habt komisches Gefieder. Underground 2 und 2012, 2013 rum sehr gesuchtet. Echt? Das war aber dann schon ein paar Jahre draußen, oder? War das nicht so 2003, 2004? Oder meinst du 2003 und 2004? Ja, auf! Oh Mann! Okay. Feuer geht auch nicht. Also müssen wir die wegrammen. Und am besten bevor sie uns abschießen. Aua. Oh wow. Gar kein Fan dieser Gegner, weil da unten zwei stehen. Hole ich lieber mal ein Hühnchen für Sparks. Oder zwei. Laufendes Mittagessen kann gegrillt werden. 2004 kam Underground 2. Ah ja, okay. Ah ja, ist doch auch gut. Und lief das dann noch gut? Wo hast du das denn dann gespielt? Auf Konsole? Ich habe ja immer, wie ihr wisst, PC gespielt. Und dafür ist es nicht gut gealtert. So, Schluss mit lustig hier. Oh Mann, oh, die finde ich richtig blöd. Ach, das war dumm. No skydiving. Aber es sieht so schön aus. Ja, es tut mir leid, die Hühnerpopulation muss in dieser Welt leider dran glauben. Damit Sparks fit bleibt. Die arme kleine Maus. Oh, die sind aber versteckt. Auf PC. Ah ja, okay. Ja, dann ist doch super. Ja, dann ist doch super. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Ja, das habe ich schon gemerkt. Danke für den Tipp. Macht aber jeder nur seine Plattform. Oh Gott.
Also diese großen, die ja vermeintlich erstmal am schlimmsten wirken. Nein! Nein, no skydiving! Oh Mensch. Die großen sind eigentlich gar nicht so das Problem bisher. Ach ja, okay. Warum starte ich denn wieder hier? Wir hatten doch schon welche zwischendrin befreit. Das ist ja blöd. Jetzt hier starten mit den Gegnern wieder. Ach nein, das sind die neuen gewesen. Hä, das sah gerade exakt so aus wie der Start vom Level, aber es stimmt gar nicht. I was wrong. Ja, okay. Also die auf gar keinen Fall rammen. Den schon. Ich weiß gerade noch gar nicht, wie machen wir die kaputt. Müssen wir da versuchen, dass ein Gegner drauf schießt oder so? Und da gibt es hier wieder eine Kanone. Oh, das ist jetzt blöd. Schon cool, oder? Wenn man jetzt noch in dem Wasser schwimmen könnte, finde ich es mega. Ja, da wäre ich sofort dabei. Aber, und obwohl es gar nicht mehr meine Musik ist, ich würde leider auf den alten Soundtrack bestehen. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf. Ja, das ist schon lustig. Also, ich höre ja eigentlich fast nur Metalcore. Und ich sage extra fast, weil ich natürlich hin und wieder auch mal andere Songs gut finde, aber... Oh wow. Aus Nostalgiegründen bräuchte ich da natürlich die ganzen, was war das denn? Guck mal, jetzt weiß ich nicht mal, war das Hip-Hop? Die bräuchte ich da dann. Für das richtige Feeling vor und früher. Na, hier gibt es auf jeden Fall echt viel versteckte Ecken drin. Ja, ne? Oder zumindest, dass man sich die klassische Musik, also die ursprüngliche Originalmusik auswählen kann. War das nicht bei dem Resident Evil 2 Remake auch so? Habe ich zwar keine Erfahrung, weil ich das Original nie gespielt habe, aber ich meine... Ja. Ey, es ist... Die Welt ist schon gemein. Ja, okay. Also, dass wir hier einmal gegrillt werden, das war mir klar, kann ich aber mit leben. Kisten. Nein. Kamera bitte. Ja, viel besser, genau. Oh oh. Ach, das ist hier so ein Schlick oder was? Das ist auf jeden Fall keine gute Welt für Hühner, möchte ich mal sagen. Das war geplant. Ich wollte einen nach dem anderen machen.
bin auf jeden Fall sehr glücklich mit der Entscheidung, dass wir hier Spyro spielen. Es macht schon Bock. Also auf so ein Stressspiel wie Resident Evil hätte ich heute Morgen zum Beispiel gar keine Lust. Aber auch dafür wird wieder eine Phase kommen. Die klassische Musik, dass man die auswählen kann im Spielmenü dann, auch wenn es ein Remaster ist. Also dass die vielleicht zwar einen neuen Soundtrack sich ausgedacht haben, sag ich mal, aber dass man dann die Wahl hat, auf klassisch umzustellen. Ja. Welche Spiele auch immer geile Soundtracks hatten damals, waren halt so Skate- oder Snowboard-Spiele. Oh Mann, ich schaff den Sprung nicht. Ja, das war sowieso nix. Yes, nice. Mein Handy vibriert hier gerade manchmal so vor sich hin, aber es stimmt gar nicht. Es verwirrt mich. Ah, da geht's schon wieder nach Hause. Haben wir denn alles? Ja, bis auf eine ganze Menge Diamanten. Ich meine, es war auf der anderen Seite vom Level waren noch viele Ebenen, auf die man irgendwie hochkommt, aber ich weiß gerade nicht wo. Ach Mann. Oh. Und ich weiß gerade auch nicht, ob ich Bock habe dafür wieder... Ja, obwohl doch, wir haben ja gerade keine Gegner mehr. Ich kann eigentlich schon mal kurz gucken gehen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwo runterfallen. Seht ihr, da ist noch ganz viel. Wie komme ich da hin? Da ist auch eine Rakete, die macht dann sicherlich diese Kisten kaputt. Also hätte schon Bock. Haha, hier ist sogar noch ein Gegner. Und da war auch schon eine Rakete. Ja, seht ihr, was man hier alles entdeckt. Juhu! Ich sag mal so, wir lösen die Hühnchen hier ja letztendlich nur von dieser Welt, die nicht für Chicken gedacht ist. Trotzdem verstehe ich nicht, wie wir da hochkommen. Aber das hier ist die niedrigste, wahrscheinlich von da. Wie kommen wir da hin? Ist das nicht die Rückseite vom Ausgang? Doch. Okay, mal gucken. Ah, ja, genau, Tony Hawk's. All diese Games. Ich finde das ja so lustig, diese ganzen Memes rund um Tony Hawk. Dass man dem... Das immer nicht geglaubt wird, dass er Tony Hawk ist. Nur wenn er auf irgendwie einer Gästeliste steht für irgendwo und dann, ah, Tony Hawk, ah, haha, wie der Skater damals. Und so, ja, ja. Ich bin der Skater von damals. Aber hier geht's nicht durch. Ah, Manu. Ich hätte aber die Sachen gern. Ist auch Wasser, komme ich nicht hin.
What is this sorcery? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nie mal ein Level-Up für irgendwas bekommen. Für mehr Sprung oder Feuer hat mehr Reichweite oder wir können besser dashen. Also dahinter werde ich jetzt auf keinen Fall versuchen zu gleiten. Da lande ich nur im Wasser. Ja. Ach, aber weißt du, was ja eigentlich viel trauriger ist? Die nächste Generation, die jetzt kommt, die weiß dann eh nicht mehr, wer Tony Hawk war. Dann erinnert sich da gar keiner mehr. Dann ist vom Glauben, dass er das ist, gar nicht mehr die Rede. Obwohl, es gibt ja noch ein paar Spiele, ne? Aber es ist halt keiner so damit aufgewachsen. So wie wir. Also ich gebe es jetzt auf, übrigens. Auch wenn ich es schade finde. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Das sind so Sachen im privaten Spiel, würde ich die halt knallhart bei YouTube nachgucken. Oh, ich habe noch Pumpkin Spice für meinen Koawach gefunden. Und das finde ich gerade ganz schön nice. Man kann Pumpkin Spice auch noch im Januar trinken. Lasst euch das gesagt sein. Ja, ne? Gott. Aber ist, glaube ich, ein cooler Typ so. Und kennt ihr das, wenn ihr dann nachguckt, wie es gehen soll? Dann findet ihr, es ist ja eigentlich total einfach. Sind die ganzen Gegner wieder gespawnt, kriege ich ja die Krise. Wir haben Pumba getötet. Boah, hier muss man aufpassen, ey. Kann man so schnell mal in den Sumpf fallen, ohne es zu merken. Schaffen wir das? Das ist doch viel höher als unsere Plattform. Ja, schaffen wir. Aua. Hier ist schon wieder so ein... Nee, da geht's rein. Da ist diesmal kein Wasser drin. Klitus. Lol. Schön, dich zu sehen. Aber ich muss los. Eine MTV-Show. Das ist auch so geil. MTV war halt damals noch voll das Ding. Ah! Nein! Oh, wie gemein. Du Schweinebacke. Und das ist nicht mal eine Beleidigung. Ich hab MTV auch immer geguckt. Ne? Auch solche Sachen wie MTV Made oder Pimp My Ride. Those were the days. Oh nein, es ist ein Fluglevel. Wie komme ich hier wieder raus? Weil ich kann euch sagen, die Fluglevel... Ah, ah, tschüss. Hier müssen wir nie wieder rein. Irgendwann stelle ich mich dem, aber jetzt bin ich noch nicht bereit dazu. Wie heißt es? Nebliger Sumpf. Klingt gut. Oh, großer Nebelfan. Oh, so neblige Morgen. Es ist ja hier direkt auch so an einem Berg mit Wald und ich liebe das, wenn da der Nebel drin hängt. Ja, Kotsche hatte in ihrem Stream auch erst über Pimp My Ride geredet. Dass sich im Nachhinein dann voll viele Leute beschweren, dass ihre Autos schimmeln und so. Was mich halt nicht wundert, ich habe mal eine gesehen, die hatte einen Camaro und die haben da in der Mitte so einen kleinen Wasserfall reingebaut, wo ich mir halt auch denke, why? Das ist halt auch alles Quatsch gewesen, ne? Aber es war halt unterhaltsam und hat Bock gemacht. Okay, Kollege.
Wir müssen mit Sparks aufpassen. Also bei dem hatten wir jetzt ja Glück und der stand am Abgrund. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich gerade noch nicht so die gute Taktik gegen den. Okay, sind das Hasen? Horseradish. Es ist Horseradish. Macht auf Deutsch natürlich wieder überhaupt keinen Mehrwert, aber... Ja, wir sind tot. Oh Gott, das sind Level. Wie heißt denn Horseradish auf Deutsch nochmal? Ist das einfach Rettich? Ach, es ist ja auch ein Hase. Das macht... Ach, ich halte mein Maul. Ich bin echt noch müde, merke ich. Mein Kopf ist nicht da. Aber ich glaube, dass es trotzdem Horseradish sein soll. Wenn das Hasen sind und keine Pferde. Boah, die sind ja krass drauf. Nein, es ist rote Beete, oder? Habt ihr gesehen, wenn der Mund auf ist? Oh, der kaut mich! Oh. Und ich kann ihn nicht mal... Oh Mann, ey. Die ganzen Billo-Taktiken, die man sich angewöhnt hat, funktionieren hier nicht. Erstmal wieder so viel neue Gegner lernen. Oh. Kröten töten, da bin ich ja jetzt echt gar kein Fan von. Aber es sind ja Gegner. Ich mach's ja nicht für meinen Spaß. Ja, und was mache ich heutzutage als Kind, das früher so viel MTV und diese Serien geguckt hat? Ich gucke jetzt dann auf Netflix Cheerleader-Dokus. Ist jetzt auch nicht so weit von all dem früher entfernt. Ich könnte mal eine neue Staffel sehen. Krasko. Nimm dich vor Kampffröschen in Acht. Sie sind echt gemein gefährlich. Kampffrösche? Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Muss ich mir mal angucken, Dark Flame. Kann mir aber auch echt gut vorstellen, dass da viel Fake war. Also. Die haben da eine gute Zeit, ha? Huh? Ich bin ehrlich gesagt auf Seite des Schweins. Ach so, wenn ich komme, seid ihr dann aber auf einmal verbrüdert gegen mich, oder wie? So, tschüss. Warum sieht die so nuttig aus? Mein Gott. Ich will nicht da rein, wo die hinzeigt. Wer weiß, was dann passiert. Das hätte man auch falsch verstehen können. Zum Glück ist Shuto nicht da, um das zu klicken. Oh Mann, wir haben Sparks verloren. Und hier sind nirgendwo Hühner oder so. Ja. So. Easy peasy lemon squeezy. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir Sparks nicht haben. Ich fühle mich nicht sicher, wenn sie nicht da ist. Und ja, ich weiß, das ist ein R. In meinem Herz wird es immer eine Sie bleiben. Nein. Oh. Wir sind zu wild unterwegs heute. Thank you.
Der steckt ja in einer Falle. In der Falle war ein Huhn. Okay. Ich will nicht dahin, wo die komische Fee ist. Ich gehe jetzt hier lang. In dieser Welt hat alles zu viel Reichweite und gemeine Tricks. Wie viele Gegner möchten Sie in einem Raum? Ja. Katzen nicht mögen. Der Steg ist auch so schmal, wenn man so müde ist. Ich bin fast versucht, doch dahin zu gehen, wo die Fee hinzeigt, aber... obwohl... sollen wir es versuchen? Aber wo kommen wir denn dann hin? Warum sieht die so aus? Trau der nicht. Auf dem Wasser können wir stehen. Aber so sehr angriffslustig von sich aus sind die nicht. Ah! Im Gegensatz zu denen. Ich fühle mich gemobbt. Danke, dass du mich befreit hast. Wartezeiten von zum Teil 6 Monaten, ich erstattete Kosten für Mietwagen, die Häuser der Teilnehmer waren oft gemietet, eingebaute Gimmicks waren teilweise fake, in den Autos wurde extra Müll platziert. Ja, das klingt aber halt typisch nach Fernsehproduktion, ne? Aber 6 Monate Wartezeiten, ab dem die das Auto hatten quasi, das ist ja schon... Ach, wir haben Sparks verloren. Ah! Warum sind die alle so angriffslustig? Okay, aber der ballert immerhin die anderen Viecher aus dem Weg. Also am meisten Angst habe ich so ein bisschen vor den Rettichen, vor der roten Beete. Oh, das geht nicht. Aber ich muss sagen, dafür hat man das den Teilnehmern nicht angemerkt. Ja, hier geht es nämlich nach Hause. Wären wir mal den anderen Weg zuerst gegangen. Ist dem Spiel eigentlich bewusst, dass es mir keine Hühner gibt? Kacke. Jetzt haben wir immerhin Sparks zurück. Was sagen denn unsere Leben? 1. Oberwelt war halt noch so richtig schön... einfach zum Farmen, da hatte ja niemand was so richtig getan. Ich wachse offensichtlich nicht mit meinen Aufgaben. Ah doch, wir haben gut Leben, ist klar. Okay, ich kann das Schwein auch nicht rammen. Nur foi foi. Na, Schwein? Also solange es meine Gegner aus dem Weg räumt, finde ich es per se erstmal gut. Ja. Ja, auch die Reaktionen waren inszeniert. Aber ich finde, man merkt das ja zum Beispiel sehr
Also wir gucken gerade immer so gemütlich zum Essen oder zum Einschlafen Rosinen, Rosins Restaurants. Und ich meine, bei den späteren Staffeln ist es nicht mehr so krass, aber du hast halt schon gemerkt, dass es in den ersten Staffeln sehr so aussah wie, ah, oh, wir helfen euch doch und wir sind so lieb zu euch. Und du hast den Teilnehmern halt voll angemerkt, dass es denen richtig dreckig geht und dass die da auch nicht geil behandelt werden vom Team. Also dafür fand ich es bei MTV dann gut inszeniert, aber die armen Leute, ey. Super. Ich sag dir, was du mit den Kreaturen machen sollst. Mach sie platt, Spyro! Stampf auf sie drauf und mach sie platt! Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. Ach, so ein schöner Stampfer? Stampfer-Tacke zum Draufspringen, wie bei Mario, wäre ich auch dabei. Ich will aber auf jeden Fall noch nicht aus dem Level raus. Kommen wir denn da wieder zurück? Wahrscheinlich nicht. Das finde ich halt kacke. Warum ist jetzt hier nichts dafür? Da müssen wir nämlich nochmal ganz neu ins Level rein. Warum ist hier nicht so ein Strudel, der uns wieder hochholt? Na toll. Also wir machen den Level zweimal. Ist jetzt so. Ich will die Diamanten schon haben. Und da war ja vielleicht auch noch ein Drache. Was sagt denn das Handbuch? Ja. Auf jeden Fall machen wir das nochmal. Ups. Wir kommen von hier auch nicht darüber. Überall Wasserfall. Naja, okay. Okay. Wir haben ja Zeit heute Morgen. Ich habe heute auf der Arbeit auch gar keine Termine. Außer unseren 9 Uhr Call morgens. Und ja, kann mal ein bisschen was abarbeiten, was die letzten Tage so liegen geblieben ist. Finde ich gut. So Tage muss man auch mal wieder haben. Ich weiß zwar nicht, warum der Gegner jetzt tot war, aber das ist natürlich gefährlich, hier direkt so rausgelassen zu werden. Weil die Macher mehr Geld zur Verfügung hatten. Ich glaube aber schon, dass die so ein bisschen ihr Konzept und den Umgang mit den Leuten auch geändert haben, weil das spricht sich ja auch über Social Media und sowas mittlerweile total schnell rum. Und ich glaube, du kannst das nicht so lange so machen. Ich meine, das war halt bei den damaligen Fernsehsendungen wie Pimp My Ride halt auch so. Da war man ja noch nicht so vernetzt. Ich habe gar nicht gesehen, dass er hier auch schon so eine Falle hatte. Ich war so von dem abgelenkt. Das stimmt, die hatten wir kaputt gemacht. Da gab es dann so ein paar Foren, wo das dann mal drin geschrieben wurde. Aber heutzutage geht sowas ja dann gleich viral. Und dann neue rote Beete-Hasen. Die machen aber auch Geräusche wie so ein großer Gegner. Boah. Na, wenn wir jetzt hier nochmal in dem Level sind und nicht so viel sterben, können wir halt auch noch ein bisschen Leben farmen. Vorausgesetzt, dass wir nicht so viel sterben. Schau mal. Guten Morgen, Kotte! Ja, Drache statt Killeraffen. Heute gibt es keine Naschaffen. Wir lassen Sparks schön ein bisschen naschen. Und ja, wir haben den Level hier gerade schon mal gemacht, aber dann bin ich den Weg gegangen, der uns quasi zum Ziel geführt hat und ich kam nicht mehr zurück. Deswegen muss ich jetzt nochmal hier durch. Aua! Ich lenke manchmal den Controller nicht so gerade, das ist mir bewusst. Ich kann aber jetzt nichts dagegen unternehmen. Und auf jeden Fall ist Sparks wieder weg. Es gibt hier auch sehr wenig Chicken. Aber Kotte, Respekt. Dein... Ja, ich dasche einfach ins Wasser. Dein Frühaufstehen-Streak geht jetzt schon sehr, sehr lange, oder? Krasse Sache.
Ja, so viel übrigens zum Thema, wir farmen ein bisschen Leben. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall... Aua. Ach, scheiße. Tut mir leid, Chicken. Ich weiß, du denkst, du hast gerade die Freiheit wieder erlangt, doch das ist ein Trugschluss. Gott, ich hatte gerade schon erzählt, dass ich, während du Yomavari gestreamt hast, hier schön die Eier gefarmt habe und wir jetzt endlich hier weiter in diese wunderschöne Sumpfwelt konnten. Hört auf, da rumzuzüngeln. So. Ja, fühle ich aber. Heute fällt es mir auch irgendwie sehr schwer. Ah ja, hier sind wir das letzte Mal gestorben. Und ich weiß auch wieder warum. Scheiße. Eier, wir brauchen Eier. Ah, okay. Virginie hat geschrieben, dass er angekommen ist. Das ist schön, denn er arbeitet heute außerhalb und hat einen wahrscheinlich sehr langen Tag vor sich. Und das ist so lustig. Ich habe halt direkt gemerkt, das hier ist nicht meine Stelle, Leute. Shinny ist ja bei uns immer derjenige, der kocht und so. Und das auch sehr, sehr gut. Jetzt ist mir dann heute so aufgefallen, der ist heute gar nicht da. Es kann sein, dass ich alleine für mein Abendessen sorgen muss. Und ich dachte mir gleich so, verdammt, wie ernährt man sich nochmal? Wie macht man Essen? Ich weiß, das ist jetzt ein sehr privilegiertes Problem, aber es ist so. Ah, ich dachte, wenn ich mich hier an die Seite stelle, können sie mich nicht anzüngeln. Okay. So. Ich habe gar keinen Bock auf die Stelle hier. Aber mit, wenn ich gut ziele, treffe ich alle zusammen. Ja, so zum Beispiel. Wir haben zwar wieder Sparks eingebüßt, aber dafür war es das jetzt hier. Huch. Danke, dass du mich befreit hast. Ich glaube, ich sitze hier fest, seit ich in deinem Alter war. Oh, das ist lang. Nein. Ich weiß noch, damals. Ich muss los. Spyro hat ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem Neffen, glaube ich. Ja, ich finde den immer noch so süß, wenn er da rennt. Ach Gott, ich finde es toll. So, nur dafür waren wir jetzt hier, um diesen blöden Drachen noch zu befreien. Naja, gut. Dann folgen wir jetzt mal der nuttigen Fee. Hier komme ich ja gar nicht zurück. Ich habe jetzt auch das erste Buch von den Resident Evil Büchern fertig gelesen und das war cool. Das war die Geschichte vom ersten Spiel. Jetzt ist aber chronologisch, stehen jetzt zwei Bücher an, in denen es fast nur um Rebecca geht. Also zum einen gibt es noch das Buch von Resident Evil Zero natürlich. Auch wenn das ein bisschen doppelt gemoppelt ist, wenn man es gerade erst spielt. Und das andere ist aber auch mit Rebecca. Und ich weiß halt nicht, ich will gar nicht so viel über diesen Charakter lesen. Deswegen bin ich gerade noch nicht so in the mood, da weiterzumachen. Naja. Die beiden lassen wir da einfach wieder fröhlich weiter. Aber guckt mal, jetzt da hinten waren wir dann auch nicht. Oh Gott. Ich finde, man merkt halt voll, das sind alles diese Spiele, die man früher als Kind, also zumindest die Leute, die über Konsolen besaßen, dann gespielt hat. Guck mal, Gott, ist die nicht furchtbar. Die man dann halt auch wirklich so
Sie hat mich gefressen. Die man so bis zum Umfallen gezockt hat, um alle Wege auch zu finden und so Geheimwege und... Die Leute, die Konsolen besaßen, ja, ich war keine davon. Ich hatte sehr spät, da gab es aber auch, glaube ich, schon die PlayStation 2, da hatte ich dann eine PS1. Die habe ich auch noch, die gibt es noch. Aber ich habe halt so wie damals exakt zwei Spiele dafür, einmal Snowboarden, einmal Skaten. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die Spiele noch habe oder wo die sind. Aber ich hatte halt eine Freundin damals, die hatte dann immer alle Konsolen. Es gab da immer so Leute, die alles hatten, ne? Und sowohl sie als auch ihr Bruder, von daher gab es dann da immer sowas wie Super Mario. Na, Schwein, komm. Brav! Boah, ich sollte mich auch zum Gegner umdrehen. Na, kannst du noch einen mitnehmen? Nein, schade. Ah. Ich wollte mir noch die Lebenspunkte holen. Die Partyspiele mit der Kamera, ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Lauter so Sachen. Die hatte auch immer alle Pokémon-Merchandise-Sachen, die es bei uns so gab. Oder Barbie-Sachen. Moin, Darky! Oh. Schön, dass du auf der Arbeit reinschaust. Ich hoffe, du hast heute einen einigermaßen ruhigen Tag. Freunde mit Karaoke-Maschine. Krass. So. Bumba, komm. Ja. Ich verstehe, obwohl es ist wahrscheinlich zum Farmen, weil an sich verstehe ich dieses Prinzip nicht, dass die Gegner dann alle wieder da sind. Aber ja, wahrscheinlich zum Farmen. Ich finde es hier immer noch schön. Baumwipfel nehme ich. Oh ja. Also gestern hat es auch echt viel geschneit und ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte die ganzen letzten Tage immer meine Winterboots an und gestern dachte ich, nö, ich kann ja Vans anziehen. Meine Kollegin lustigerweise auch und wir saßen dann so zusammen im Büro und gucken so aus dem Fenster. Wir haben die falschen Schuhe an, es hat so geschneit. Aber dann kam einmal kurz die Sonne raus und dann ist schon wieder alles weggetaut leider. Das Problem ist, dass dann die Leute immer nur zu dir kommen, mit dem Kram zu spielen. Du hast irgendwann keinen Bock mehr, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich hatte weder Gameboy noch Nintendo-Konsolen. Ja, ich auch. Darkflame, genauso. Ja, bei mir halt Tomb Raider, dann Need for Speed auf jeden Fall als Jugendliche auch. Und halt früher sowas wie Jazz Jackrabbit, Commander Keen und so. Aber ich bin auch nicht traurig drum. Also ich gucke halt... Okay, was ist los? Seid ihr so ein Donkey Kong-Verschnitt? Ich gucke halt dann heutzutage bei Freunden oder so total gerne, zum Beispiel immer, wenn Arne Banjo-Kazooie gespielt hat, das war toll. Aber mir hat das früher gereicht, also was heißt auch, ich hatte nur das, ich habe es ja auch bis zum Umfallen gespielt. Und was Kotte sagt, stimmt halt. Ich hatte eine Freundin, ich glaube ehrlich gesagt, okay, es ist jetzt ein bisschen fies, bitte denkt nicht schlecht über mich, aber eigentlich mochte ich die nicht so gern. Und ich war ja noch ein Kind, wir waren in Grundschule oder... Kindergarten sogar. Wahrscheinlich Grundschule. Aber deren Oma hatte halt einen Pool. Und deswegen habe ich ihn natürlich voll gerne im Sommer besucht. Und im Winter habe ich dann damals gesagt, können wir dann zu mir gehen. Aber die Logik ist eigentlich ja nachvollziehbar. Also why not? Nee, eigentlich war die blöd. Ich mag die auch heute immer noch nicht, glaube ich. Also ich habe nichts mehr mit ihr zu tun, aber wenn ich drüber nachdenke... war die, glaube ich, nicht so mein Fall. Ach.
Okay, ich verstehe noch nicht, was wir hier machen. Und ich beschließe mich, es erstmal zu ignorieren. Der Schnee ist seit gestern Nachmittag. Oh, krass. Aber ich freue mich halt über den Schnee. Also ich mag es lieber, wenn es dann schneit. Dann hat man wenigstens wirklich so ein bisschen Winterfeeling. Das hier ist aber schon so ein bisschen so ein Donkey Kong-Verschnitt, ne? Oh, Schlüssel. Das war bei mir und meinen Freunden quasi ein Geben und Nehmen. Die kamen zu mir, um Heroes und Need for Speed zu spielen und brachten ihre Gameboys mit, sodass ich auch mal Pokémon spielen konnte. Ah ja, siehste, das ist so, wie wenn man im Sommer im Pool ist und im Winter bei der anderen Freundin. Ja, wenn man mit dem Auto fahren muss, dann ist dieses Wetter nicht geil, das sehe ich genauso. Aber da ich ja fauler Busfahrer bin, also ich bin nicht Busfahrer, aber ich fahre als Passagier im Bus mit, finde ich es dann nicht so schlimm. Aber ja, Shinny fährt ja auch jeden Morgen und ich mag das dann auch nicht so. Bin da dann auch kein Fan von. Ich habe Pokémon das allererste Mal gespielt und das ist kein Spaß, als Pokémon XY rauskam. Das war mein erstes Pokémon-Spiel. Und ich hatte X und ich habe mir aus allen... Schade. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, warum der Baumpfad da ist, aber es stimmt nicht. Und ich habe mir dann aus allen Evolutions ein Team zusammengebaut. Also ich habe wirklich dann, ne, was gab es da, den Blattstein und einen Nachtara gemacht und einen Psyana und so und einen Felinara. Damit ich quasi ja aus allen Klassen was hatte. Das war eine sehr coole Truppe. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Pokémon-Spiel nie sehr warm geworden. Ich habe da noch mal dieses eine versucht. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Guck mal. Wo man... Eins von diesen neueren, wo dann immer ein Pokémon draußen mit rumlaufen konnte. Ich weiß es leider gerade echt nicht. Und das habe ich dann eine Zeit lang gespielt, bis ich dann versucht habe... Ach, ein Eierdieb. Och Gott, in dem Level... Ziehe ich auf, bis wir wieder Eier brauchen, glaube ich. Und das habe ich dann so lange gespielt, bis ich versucht habe, in der Höhle einen Scharnera zu fangen. Und ich habe alle Superbälle und alles benutzt und ich habe es nicht bekommen. Und ich war dann so sauer und enttäuscht, dass ich da keinen Lust mehr hatte. Weil ich wollte unbedingt das Scharnera haben. Platin, ja. Meine erste richtige Konsole, abgesehen von der alten PS1, die ich dann irgendwann hatte, war halt der 3DS. Und erst da kam ich dann noch nach und nach so in Controllersteuerung rein. Spyro, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Was eines der ersten Spiele war, die ich dann versucht habe, auf der Konsole zu spielen, war Shadow of the Colossus. Aber wenn du halt mit dieser Steuerung so gar nicht klarkommst, ist es echt happig, ne? Und ich habe sogar die ersten Kolosse geschafft, bis ich dann zu dem Pferd kam. Und ich weiß, dieses Pferd ist sowieso schon schwierig, ne? Weil das ja immer dann da in den Tunnel gucken muss und so. Aber ich bin wahnsinnig geworden. Also, so dieses Gefühl, man will den Controller wegschmeißen halt, ne? Gott, gerettet. Okay, schade, da wäre noch eine Rakete gewesen, offensichtlich. Fulipurba. Ich mag das ja, aber der Name ist so dumm. Das ist wirklich der dümmste Evolution-Name. PS3 für Skyrim. Ja, ich habe halt die Konsolen immer nur quasi geleached.
kannte immer Leute, die hatten Konsolen und da habe ich dann mal mit drauf gezockt. Hier erst gucken, wo es lang geht. Oh Gott, das wird doch nichts. Da hinten ist der Scheißeier-Dieb. Könnt ihr knicken? Nein? Okay. Oh Gott sei Dank, da geht's auch nach Hause. Haben wir wenigstens alle Drachen denn? Wo ist der jetzt eigentlich hin? Da hoch, ne? Nö! Oh. Ja. Ich glaube, ich habe es im letzten Stream schon gesagt, ich werde mir die neue Switch holen. Ich weiß auch nicht. Es kommt halt drauf an. Also, Goku meinte ja, das wäre schon wieder überholt, leider. Oh, habt ihr gesehen? Die haben so richtig Flammen bekommen. Krasser Scheiß. Aber die haben ja behauptet, die wird abwärtskompatibel, was halt cool wäre. Aber ich weiß es halt nicht. Also ich wurde ja damals schon schwer enttäuscht, als ich mir die Switch in der Animal Crossing Edition holen wollte. Habe ich ja am Samstag erzählt. Und das fände ich halt nice, wenn es wieder eine Spiele-Edition gäbe von der neuen Switch. Dann würde ich mir die sofort holen. Also ich glaube, wenn es eine für Hades gäbe oder für Animal Crossing. Und ja, hauptsächlich werde ich es mir aber für Animal Crossing holen. Aber das neue Hades werde ich schon auch auf der Switch dann spielen, glaube ich. Also es kommt ja auch für den PC, aber ich finde, das ist schon was, was man auf der Konsole spielt. Und dass ich das mal sage, Leute, hätten wir uns auch nicht träumen lassen. Nein! Ich wusste es. Rette dich, Spyro! Du bist ein Drache, flieg! Plötzlich weggezogen und nicht mehr abgeholt. Oh, wie ärgerlich. So, aus Prinzip. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh, jetzt muss ich mich... Hä, warum sind wir hier gespawnt? War hier wirklich der letzte Drache? Mein Gehirn kommt gerade gar nicht klar mit der Oberwelt und den Einzelleveln. Muss ich gestehen. Gerade Hochlanddorf. Waren wir da? Ja, wir sind doch jetzt wieder... Hä? Wir sind ganz am Anfang gespawnt. Frech. Also wenn es ein guter Freund war, ist es natürlich schade, dass er weggezogen ist, aber zu blöd, dass er die Konsole nicht mehr abgeholt hat. Achso, nee, das Spiel nicht mehr abgeholt hat, so. Was bist du? Okay, du bist nur ein Brunnen. Ich würde sagen, Metallkopf klingt aber nach Endgegner-Level. Sind wir wirklich schon so weit? Sind wir mental auch schon so weit? Ich habe Zweifel. Oh, ich sag euch, wenn wir jetzt mehr Eier brauchen, um wieder in die nächste Welt zu kommen, raste ich aus, ne? Ich war wirklich fleißig. Und den einzigen Eierdieb, den ich hier bisher gesehen habe, war der eben. Und den schaffe ich never. Also, vergesst es. Ja, ich nehme immer einmal mit. Dahinter komme ich doch gar nicht. Die beiden hatten oft ihre Differenzen, soweit ich mich erinnere. Ah ja, okay. Ich check mal kurz aus, ob der uns gleich schon mitnehmen würde. Bitte. Oh, ich fühle
fühle mich viel besser, seitdem so viele Drachen gerettet wurden. Steig in den Ballon. Gott sei Dank. Dann zeige ich dir die Welt der Traumweber. Also, das machen wir natürlich noch nicht. Nein, nein. Bist du bereit zum Abflug? Nö. Aber Gott sei Dank, Leute, ich hätte jetzt die Krise bekommen. Wir machen hier natürlich noch den Boss und holen uns noch die Diamanten, an die wir zumindest rankommen. So. Ich könnte jetzt von... Ah, das ist auch der... Das ist der Schlüssel, das ist schon verlochen. An sich war die Welt cool, aber jetzt irgendwie sehr kurz, oder? Oder wir sind einfach nur richtig gut geworden und brauchen nicht mehr so lange für die Welt. Ist tausendmal gestorben. Ich versuch's. Ja, easy. God Gamer. Jetzt muss ich nur wieder heil zurückkommen. Okay. Ah! Nein. Von hier komme ich nicht wieder rauf. Ah, aber wir haben den Schlüssel. Aber was das Schöne ist, es ist mir sogar egal, dass wir so oft sterben. Es macht mir trotzdem Spaß. Hallo, außerdem haben wir 9 Leben. Also wir farmen ja wohl deutlich mehr Leben, als dass wir sie verlieren. Oh, nein! Warum immer hier? Gibt's einen Shortcut? Nee, auch nicht. Kotte, gehen wir dieses Jahr wieder auf euren Mittelaltermarkt. Hätte sehr viel Bock. Diesmal komme ich auch gewandet. Ich habe mir wieder Gewandung zugelegt. Mach's dir gemütlich, liebe Darky, solange du noch kannst. Bevor die Kinderhorden über dich hineinbrechen. So, was sagt ihr, Boss, hä? Ab zum Boss. Sehr gut, Bürotime. Begegnung mit Metallkopf. So machen wir. Foi, foi. Metallkopf können wir aber wahrscheinlich mit Feuer nicht so richtig zu Rande kommen. Ich schätze, heute geht ums Dashen. Was mir sehr gut liegt heute Morgen. Okay. Schmeiß halt mit Zeug. Ah! Wo kommst du her? Okay, okay. Gefährlich. Ich sage, wir werden hier sehr viele unvorhergesehene Hits einstecken. Okay, dich kann ich gar nicht. Haben wir die nicht schon mal geflammt? Ich dachte, mich daran zu erinnern. Guten Morgen, Tom-Tom. Schönen guten Morgen. Tom-Tom, streamst du auch gleich? Können wir uns abklatschen wie im Staffellauf. Ach, das sind die Gegner selbst. Naja, dann kugelt halt hier rum, wie ihr wollt. Oh, Moment. Das da oben sieht so aus, als würde es mich interessieren. Aber wie komme ich denn da rauf? Oh, Frühschicht, alles klar. Dann wie trotzdem sehr schön, dass du reinschaust. Die sind hier aber sehr gönnerhaft mit Diamanten, oder? Ach, denn da oben ist noch so einer.
So ein Bananentyp. Füttert der wohl die Affen wahrscheinlich, ne? Ich bin gegen die Bananen gedasht, als ob mir das wehtut. Was sollen das für Bananen sein, bitteschön? So. Das halte ich von eurem Rumkugeln. Stahlbananen. Oh. Oh, der ist ja versteckt. Sadiki. Metallkopf ist ganz gespannt, dich zu treffen. Greif die Strommasten an, um seine Stromversorgung zu unterbrechen. Ein Gegner, für den man eine Taktik braucht. Oh. Bin bisher noch überfordert. Ah ja. Okay. Ja, und der richtige Gegner kommt jetzt erst gleich, ne? Ich wartet mal. Kann ich zurück? Haha, ich kann nicht zurück. Ich wollte sagen, ich hol Sparks mal noch ein Hühnchen. Nein. Ja, mach selbst kaputt. Habe ich auch kein Problem mit. So ist ja nicht. Ne? Au. So, habe jetzt Kaffee. Sehr gut. Dann stelle ich meine Frage erneut, liebe Kotte. Können wir dieses Jahr wieder... Oh nein, da liegt ein Diamant. Wir haben eh nicht alle. Können wir dieses Jahr wieder auf euren Mittelaltermarkt gehen? Ich hätte jetzt auch Gewandung. Ich finde es schon frech, dass wir gar keine Chicken mehr zur Verfügung kriegen gerade. Der schmeißt mit Affen. Wenn das die Peter sieht. Achtung. Zack. Mit Ruhe und Muße macht man die Bosse noch am besten. Das war's schon. Das war mein Lieblingsboss bisher, glaube ich. Ja, oh, total gerne auch auf ein paar mehr. Ja, immer der Kontostand und immer diese Studiengebühren, ey. I feel you. I remember it very well. So. Heute Morgen einfach eine ganze Welt gepackt. Nice. Ab in die nächste, würde ich sagen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So, nehmen Sie uns mit, bitte. Oh, ich fühle mich viel besser, seitdem so viele Drachen gerettet wurden. Ja, ne? Steig in den Ballon, dann zeige ich dir die Welt der Traum. Bist du bereit zum Abflug? Ja. Ihr seid doch eh so MPS durch ganz Deutschland Nachreiser. Wollt ihr nicht kommen, wenn es wieder ein Worms ist? Wollt ihr nicht hier runterfahren? Ihr könnt hier schlafen.
irgendwas sträubt sich in mir in letzter Zeit immer noch wieder ins Ruhrgebiet zu fahren. Obwohl das jetzt ja alles schon lange her ist, aber es war halt echt eine stressige Zeit. Aber ich habe auch sehr viel Lust. Ich habe auch wahnsinnig viel Lust auf den Lichterweihnachtsmarkt. Also ich bin schon dabei bei sowas. Wer hat gezaubert? Okay, cool. Mal wieder Gegner, die Angst vor uns haben. Das ist eine nette Abwechslung. Nicht fallen. Ah ja. Ich dachte gerade, waren hier nicht Diamanten. Wer hat die denn verzaubert eben? Hier oben im Norden. Oh ja, ich war sehr lange nicht mehr oben im Norden Deutschlands. Okay, er ist einfach darüber gesprungen. Daneben nicht. Die Narren in dieser Welt sind unbesiegbar, aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Das hört sich doch gut an. Okay. Wenn das so ist. Oh nein, da waren noch Diamanten. Oh. Das ist doch der Levelanfang. Das Spiel ist manchmal so gemein. Na gut. Dann wieder zurück. Marsch, marsch. Oh, okay. Bei euch übernachten wird wahrscheinlich nur schwierig wegen Shinnys Katzenhaarallergie. Das ist immer so eine Sache. Guck mal, der kann da einfach drüber laufen. Es läuft Zeit. Hat noch gezählt, habe ich das richtig verstanden? Oh Mann. Okay, wir gehen mal hier rein. Außerdem ist bis zum nächsten Mittelaltermarkt bei Kotte wahrscheinlich mein Tee leer und da müssen wir natürlich wieder an den Teestand. Der meiner Meinung nach viel zu günstig ist, aber... Ich finde ja immer, Deutschland ist zu groß. Wir sollten alle viel näher beisammen wohnen. Das fände ich viel schöner. Ah ja. Hä, warum ist denn Sparks jetzt schon tot? Ach Gott, ich schlag mich nicht sehr gut heute Morgen. Ja, das ist auch gemein. Ich verstehe auch gar nicht, dass wir in unserem Verlag keine Hunde mitnehmen dürfen. Es gibt doch auch so viele Studien dazu, wie gut Bürohunde dem Klima tun und so. Dürfte man das, dann hätten wir safe schon wieder einen Hund. Weil zumindest da wissen wir ja, dass das dann bei Shinny mit der Zeit geht, wenn er wieder dran gewöhnt ist. Was ist mit euch? Oh, ich lasse euch einfach in Ruhe, flüchtig. Ich
Oh. Aua! Alles in der Welt ist böse. Hier ist eine Fee. Nein! Oh. Scheiße. Ja. Ich finde das Level blöd. Alles klar, Darky. Stay strong. Ich wollte drüber springen, hat nicht funktioniert. So, küsse mich. Wie cool wir aussehen, oder? Super Feuer. Okay, nein! Nö! Ah, hör auf, du böse Hexe! Ah, es ist mir zu riskant. Ich hole erst den Drachen. Zumindest versuche ich's. Kosuku. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Hab ich schon. Ihr habt die Drachen alle falsch gesetzt, ey. Wir wissen das immer schon, wenn ihr uns das erzählt. Ich würde Spyro auch gerne auf sein kleines Schlupsnäschen küssen. Hat er gerade Spyro gesagt? Sag mal, wisst ihr eigentlich, wann das neue Silent Hill Spiel kommt? Habe ich mich letztens gefragt. Ist das nicht langsam mal fällig? Wir kriegen hier wieder einen Feenkuss. Was machen wir damit? Kommen wir dann eigentlich da hoch? Ne, wir müssen dahinter. Okay. Los! Das sieht so cool aus! Okay. Ich dachte gerade nicht, dass es uns wieder zurückträgt. Oh oh, ich muss erst gucken. Ah ja, okay. Komm ich mit klar. Soll im März. Ah, das Internet ist schlau. März ist nicht mehr lang. Ist auch so ein Spiel. Habe ich schon Bock drauf. Aber ich habe die alten Teile ja auch nie gespielt. Das ist ja auch sowas. Die wurden ja nie für den PC gemacht. Leider. Hm. Aber es ist auch so ein Spiel, in dem ich glaube ich gar nicht gut wäre. Deswegen muss ich es glaube ich lieber bei jemandem schauen.
Hilfe. Ich muss noch nicht zur Fee. Ah, oh, nee, blöd. Ah. Aber ich hab da dann Angst. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner. Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nog. Ich glaube, wir sind in der Welt vor der finalen Welt gerade. Okay. Ich glaube halt, also ich glaube, es ist gefährlich, das Remake zu spielen, wenn man die alten nie gespielt hat, weil da dann safe ganz viele Klugscheißer kommen, die dann nicht zufrieden sind. Wenn du es nicht perfekt spielst, weil du dich nicht auskennst, das ist ja so oft so, dass solche Remakes von so Klassikern bergen halt immer irgendwie dieses Potenzial. Nee, wir haben nur Blazy 4 und 5. 4 und 5. Aber ich finde halt, also ich habe mir schon manchmal so ein Silent Hill Let's Play angeschaut. Und ich finde schon, dass die Rätsel da teilweise arg nervig sind. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, die sind zu schwer. Nein, aber die Gegner sind schon auch echt creepy, finde ich. Ja, hier komme ich doch nur mit Feenkraft hin, oder? Kann ich mit der Feenkraft auch da hinten die Kiste wohl machen? Probiere ich mal. Der ist kein Xboxer. Ich versuche immer dafür zu kämpfen, dass wir uns eine Xbox holen. Weil ich ja Team Halo bin. Ah, cool. Nice. Wow, da war voll viel drin. Ich will immer die Xbox, um da richtig schön Halo drauf zu zocken, ey. Ist übrigens lustig, das neue Halo, was ja auch die Multiplayer-Kampagne hat, habe ich mir mit einem meiner besten Freunde zusammen geholt. Und dann wollten wir es zusammen spielen. Und da war aber nur Multiplayer Battle Royale quasi schon freigeschaltet. Und das hieß irgendwie, in 4 Monaten kommt dann die Kampagne auch für den Multiplayer. Und wir so, ja, alles klar, dann spielen wir es wieder. Und ja, was soll ich euch sagen, das ist jetzt schon sehr lange her und wir haben es nie wieder zusammen gespielt. Ja, siehst du? Xbox ist... Oh, wow. Xbox ist halt gut. Aber man nennt mich ja auch nicht umsonst den Meowster Chief. Jetzt hätte ich mal wieder Bock auf eine Runde Halo. To be honest. Uns fehlt ein Drache, ich fass es nicht. Aber wo denn bloß? Ah, das Spiel versteckelt einem so oft die Sachen so gut. Ich habe nirgendwo einen gesehen. Müssen wir irgendwann noch mal rein. Denn ich glaube, dass wir jetzt hier Schluss machen für heute. Wir haben ja nur noch 5 Minuten. Wir können mal noch auf der Oberwelt gucken. Da können wir uns noch einen Drache holen. Dann haben wir einen ganz guten Save Point, glaube ich. Und dann ruft The Work. Heute auch, wie gesagt, diese Woche habe ich nur heute Homeoffice. Und würde dann wahrscheinlich Samstagmorgen mal wieder streamen. Ich weiß gerade noch nicht, ob wir nicht mal wieder Hades machen wollen.
Das sollte halt nicht in Vergessenheit geraten, denn ich habe schon vor, Hades für euch einmal zumindest durchzuspielen, soweit, dass wir unseren Vater besiegen. Wir kommen hier gar nicht zu. Ah doch, ja, ich erinnere mich. Von daher überlege ich noch, ob wir Samstag Hades machen oder Spyro. Sehen wir dann. Entscheide ich spontan. Point-and-Click-Games? Ja, schon auch. Schon auch. Aber also gerade früher war ich schon hauptsächlich Jump'n'Run und Plattformspieler. Plattformer. Aber Point-and-Click-Games mag ich auch. Also gerade halt so zum gemütlichen Zocken. Finde ich das auch immer ziemlich nice. Nein! So. Ah ja, wenn ich noch treffen würde. So, gerade noch rechtzeitig. Da rechts sehe ich doch einen Drachen. Das ist doch super. Hier holen wir jetzt noch Diamanten und dann haben wir einen guten Safe Point für heute. Ah, du streamst gleich. Feini. Da ich heute nicht so viel zu tun habe auf der Arbeit, werde ich gleich mal reinschauen können, glaube ich. Habe ich Bock. Nee, nehme nur auf. Ach so, schade. Willkommen bei den Traumwebern, junger Freund. Sei auf das Unerwartete gefasst und rechne mit dem, was nicht da ist, während du Nastys Schergen hier jagst. Alles klar. Allerdings sind wir jetzt in Spyro halt auch sehr nah vorm Ende. Es wäre natürlich auch verlockend, das am Samstag einfach fertig zu spielen. Müssen wir mal gucken. Ja, also Leute, wenn ihr Bock habt auf The Longest Journey, dann checkt mal Kottes YouTube-Kanal aus. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute Morgen mit mir da wart, mit einem sehr verschlafenen Spyro-Stream. Und ich wünsche euch bei eurem weiteren Tag viel Erfolg, viel Freude. Rutscht draußen nicht aus, es ist glatt. Und ja, vielen Dank. Ich freue mich auf Samstag. Es ist immer sehr schön, mit euch in den Tag zu starten. I'm very much a big fan. Hab den Anfang leider verpennt. Da musst du ihn jetzt leider nachholen im VOD. So will es das Gesetz. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hab euch lieb. Bis Samstag. Tschüssi.